Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Walter auf die Mütze gegeben. Yay! Und was haben wir noch gemacht? Ach ja, den Metaflutunnel von einem zertrümmerer Felsen befreit, sodass der Tunnel jetzt frei ist und man da durchgehen kann und so. Yay! dann möchte ich jetzt noch eine Sache tun. Und zwar haben wir die Form Stärke bekommen. Die wollen wir gleich mal nutzen. Und diese Attacke Misty beibringen. Jo, kann maximal 4 Attacken erlernen. Ja, natürlich soll er vergessen werden. Und zwar... Und? Oder Aufruhr. Das ist jetzt die Frage. Nee, Aufruhr ist zu gefährlich in der Nuzlocke Challenge. Nee. So. Stärke. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann setze ich jetzt mal Silvercrow an den Anfang. Und dann. Erstmal reden wir mit ihm hier. Hey. Ich habe die Familie Siegers herausgefordert. Viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Okay, viermal hintereinander kämpfen? Das klingt gut. Hallo, ich hab's, du bist ein Reisender. Was hältst du davon? Du trittst mit deinen Pokémon gegen alle 4 Familienmitglieder hintereinander an. Okay, das nenne ich Kampfgeist. Ich mag dich. Ja, schauen wir mal, ne? Leider kann ich mich zwischendurch nicht heilen. Das ist das eine Problem, das ich habe. Aber, ja, mal schauen. So. Flügelschlag. Gucken wir doch mal, wie viel Schaden wir dem Schwalbini machen. Ja, passt. Aua. Aua. Der macht mir aber auch viel Schaden. Was soll denn das? Mistviech. Weg mit dir. Ich mag dich nicht. So. Okay. Nächstes ein Zigzas. Oh. Zigzas hört sich gut an. Das ist was für Alex. So. Okay. Na dann, Alex. Hau ihm ein Mogelhieb erstmal um die Ohren. Jetzt, wo wir die Attacke schon. Wow. Netter Volltreffer, mein Freund. Netter Volltreffer. Huiuiui. Okay. Okay. So, und da du garantiert langsamer bist. Machen wir direkt den Überwurf. Euler. Bäh. Bäh. Euler ist doof. Aber es reicht trotzdem aus. Von daher alles in Ordnung. So, hier. Ne? Ah ja, du bist stärker als ich dachte. Ich weiß. Aber mich unterschätzen sowieso viele Leute. Ey, hier, ich habe einen starken Trainer gefunden. Oh, du meine Güte, bist du jung. Du musst ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Ja. Na dann. Du hast einen Roselia. Oh. Roselia, das klingt gut. Da ist Silvercrow doch genau die richtige. Ach, ja. Was? Ach, komm schon. Na gut, Wachstum ist in Ordnung. Gegen Wachstum sage ich nichts. Zahlangriff steigt, ja, war ruhig. Kein Problem. Und noch ein Flügelschlag hinterher. Und dann war es das auch mit dem Roselia. Tschüss, Sikorsky. So. Sehr schön. Ach nein, ich komme nicht darüber hinweg, wie stark du bist. Ja. Hier draußen ist ein starker Trainer. Er ist wirklich, ein wirklich starker, sage ich euch. Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Ja, das sagst du jetzt. Und dann wirst du heulen, wenn ich dich besiegt habe. Das sehe ich doch schon kommen. Meryl. Okay. Machen wir erstmal hier einen Flügelschlag. Okay. Ein Igler. Na gut. Wenn du meinst.
So, noch ein Flügelschlag hier. Ah, sehr schöner Volltreffer. Danke dir, Silver Crow. Okay, und Level 18. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Als nächstes kommt ein Knilz. Och, ein süßes kleines Knilzi-Bilzi. Flügelschlag. Weg damit. Was? Warum überleben die alle? Och, Menno. Stachelspure gefällt mir übrigens gar nicht. Muss ich sagen. Ich werde mal. Ja, komm, hier ist super Trank. Weg damit. Soll's. Tackle. Okay. Tackle ist mir ziemlich egal, weil man sieht ja, wie viel Schaden Knells macht, ne? So. Okay, und was kommt dann? Oh, Nico, auch Level 18. Schön. Kamob? Nee. Das macht mal Takumu. Ich habe keine Ahnung, was Kamob auf dem Level für Attacken kann. Und, nee. Nee. Muss ich jetzt nicht riskieren. Ich hab so wenig davon. Egal. So, Silvercrow schon mal hier von der Paralyse befreien. Schon mal in Vorbereitung dann auf den nächsten Kampf. Weil da ist Silvercrow ja wieder ganz am Anfang dran, ne? So, hier Aquaknarre, weg damit und fertig ist. Schön. So. Okay, sie kennen das auch besiegt. Was? Habe ich verloren? Ja, hast du. Das ist gemein. Oma. Ich sag ja, du wirst heulen. Wie konntest du meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich. Dafür werde ich dich in Grund und Boden stampfen. In Grund und Boden werde ich dich stampfen. Mach dich auf was gefasst. Ja. Genau. Medite. Hi. Flügelschlag. Ich hoffe, das wird ein One-Hit. Verdammt. Ich wusste es. Das Viech kann Turmkick. Shit. Nein, Silver Crow. Verdammt. Shit. 38, 31, hier 35, ich weiß aber nicht, ob das ausreichen wird. Ich habe keine Ahnung, wie schnell dieses Medici ist. Ich glaube, Takumu hält es noch am besten aus. Weil, der Grund, warum ich jetzt hier Nico nicht rausbringe, ist ganz einfach der, ich weiß, Kampfattacken werden geviertelt. Und die Tier kann aber auch Psychoattacken haben. Und das dürfte wehtun. Deswegen lieber nicht. Ah, okay, auch die 33 ist schnell genug. Schwein gehabt. Ui. Was Silver Crow? Shit. Mit die Krise. Du bist stark. Meine Enkelin hat da recht. Ja. Wenn du es nicht allzu eilig hast, besuch uns doch mal wieder. Ja, ja. Ist recht. Unser nächster Verlust. Der nächste Verlust, den wir zu beklagen haben. Oh nein, und dann auch noch Silver Crow. Warum? Na dann, Silver Crow. Es tut mir so leid. Es tut mir echt leid. Aber ganz ehrlich, bei der Auswahl, die ich hier gerade habe, nehme ich keins der Pokémon mit ins Team. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Das machen wir nicht. So. Na dann. So ein Mist, ey.
hat's befürchtet, dass das passieren würde. So, hier könnte jetzt ein Kleinstein drunter sein. Oh, Moment, das ist ja eine neue Route, ne? Wenn das ein Kleinstein ist, dann ist das unser Routen-Pokémon. Lass mal kurz schauen. Route 111, ja. Okay. Da haben wir noch nichts. Na dann, soll es halt rumreihen gesetzt werden, ja. Und? Ne, nichts drunter. Na gut. Dann, das tun wir hier mit Nico. Weil ich glaube. Moment. Was haben die? Ich glaube, die haben Krakilo und Magnetilo. Mach ich das lieber so rum. Hallo ihr. Oh, wir haben hier viele starke, stark aussehende Trainer gesehen. Okay, Kamera ab, interviewen wir jemanden. Im Pokémon-Kampf? Was? Egal. Und die Kilo und Flummel noch. Okay. Gut, dann ist das hier noch ein Flummel. Noch nicht entwickelt. Okay. Dann, Armstoß gegen das Magnetilo und Stärke gegen das Flummel. So. Okay. Flummel ist schon mal weg. Damit hatte ich gerechnet. Sehr schön. Ultraschall, ja, kein Problem. Armstoß. Macht. Ja, ist okay vom Schaden. Sagen wir es so. Komm schon. Mann, oh. Also vielleicht reicht die Stärke ja aus, auch wenn sie nicht sehr effektiv ist. Ja, sie reicht. Wunderbar. Sehr gut, Misty. Hast du wunderbar gemacht. Okay. Mein Gefühl hat nicht getrogen. Der Trainer ist wirklich erstaunlich. Ja, natürlich bin ich das. Hast du was anderes erwartet? Erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als ich dich gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Na gut. Ja, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Kurz kriegen wir hin. Nett, naja. Nett nicht wirklich, nee. Weil, der Kampf war langweilig. Ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht schreiben wir das im Fernsehen aus, also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Ja. Wenn du deine Pokémon nicht ein bisschen besser trainierst, wird es schwer, sich hier durchzukämpfen. Ich habe gehört, dass die Top 4 der Pokémon-Liga um einiges schwerer zu besiegen sind als die Arena-Leiter. Aha. Das hast du gehört, ja. Wow. Du bist ja ein ganz intelligenter, bist du. So. Alex oder Jesse? Ich glaube, ich setze mal Jesse nach vorne. Und dann schauen wir weiter. Ja, so machen wir das. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Ja, Kämpfchen passt. Das machen wir, dafür haben wir Zeit. Oh, ein Knilz. Oh, hallo Knilz. Na? Es geht. Digga. Alter. Natürlich durch den Sporn wird vergiftet. Aber hey, oh, Megasauger. Megasauger? Okay. Etwas stärker als das, womit ich gerechnet hatte. Aber naja. Setzen wir weiter Kopfnuss ein. Vielleicht. Oh, vielleicht schreckt Knilz ja zurück, wollte ich gerade sagen. Und es schreckt auch zurück. Wow. Okay, das war ein Doppelhex. Das nehme ich sehr gerne. Und ein Zerschneider zum Schluss. So, weg mit den letzten KKP. Wunderbar. Als nächstes kommt ein Merrill. Machen wir Merrill, da setzen wir Nico ein. Denn Nico kann Absorber. Ich weiß, Merrill kann auch Walzer, aber Walzer ist jetzt in der ersten Runde keine allzu starke Attacke. Von daher, Merrill hat jetzt auch keinen guten physischen Angriff. Sollte also passen. Okay, ein Igler.
Das heißt, wenn er jetzt einen Walzer macht, ist Walzer schon quasi in der zweiten Runde. Was auch viele nicht wissen, dass es da eine Synergie gibt. Rückenschlag. Okay. Wenn ein Pokémon einen Egler einsetzt und direkt in der darauffolgenden Runde Walzer, dann gilt das ein Egler als erste Runde von Walzer und Walzer beginnt eben nicht mit, ich glaube, 20 Stärke, sondern schon mit 40. Und kann halt trotzdem noch bis zu 5 Mal treffen und verdoppelt sich immer weiter. Das heißt, da kommt dann quasi noch eine 6. Stufe hinten dran. Von der Stärke her. Was ich ziemlich genial finde. So. Nico erreicht Level 19. Yay. Go, go, Nico. Go, go. Okay. Hui. Hui, du bist außergewöhnlich gut. Ja, das weiß ich. Das brauchst du mir nicht sagen. Oh. Und ich bin außergewöhnlich vergiftet. Daran sollte man denken. Oh, Persephone. Da, bitte sehr. Und wo haben wir das Sprudel? Da haben wir das Sprudel. Einmal hier und einmal noch für Alex. So, sehr gut. Ei, ich bin voller Schwung und Elan und mein Pokémon nicht minder. Aha, meinst du ja? Na gut, wenn du das sagst. Eine Herausforderung von Captain Ronald. Ronald McDonald. Einem Sandan. Okay. Sandan, hä? Natürlich! Was hätte es auch anders sein sollen? Wenn das Vieh schon Sand im Namen hat. Ich krieg die Krise, ne? Warum immer Sandwirbel? Ja, und Giftstoff. Volltreffer. Nee. Jetzt ein Kratzer und dann ist es weg vom Fenster. Das muss ja nicht sein. Also setzen wir Alex ein. Ich hoffe auf einen Giftstachel, der jetzt vergiftet. Sag mal, kannst du in die Zukunft sehen oder warum? Egal. Ging daneben. Was? Das Ding keine macht das Ding keinen garantierten Treffer? Ah. Na, wie auch immer. Ja, Giftstachel, bla bla. Aber ich bin wirklich vergiftet. Wodurch sich das Adrenalin wieder. Adrenalin wieder getriggert wird. Und ich mehr Schaden mache. Und mehr Schaden ist doch immer gut. Ja, Giftstachel. Ich hab's so langsam kapiert. Dürr. So, hier. Zertrümmer dich. Sehr schön. Okay, Ronald besiegt. Dann gucken wir mal, ausgeschwungen. Ausgeschwungen. Klingt auch irgendwie falsch. Naja. So, da ein Sprudel. Und hier ein Sprudel. Und dann Gegengift, 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 Gegengift. So, bitte sehr. Das wäre ja noch das normale Sortieren hier. Nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So. Nur 12? Nur 12. Okay. Dann gucken wir doch mal, ja, was wir hier für einen roten Pokémon bekommen. Dum, 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 dum. Ein Kamau. Okay, das nehme ich gern. La 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 la. Okay. Kopfnuss. Das soll es auf jeden Fall aushalten. Ja. Oh, das war sogar ein Volltreffer. Okay. Dann hält es das auf jeden Fall aus. Und ich muss doch gerade noch mal gucken. Na, das ist 35, 50. Okay. Okay, Tackle. Ich will es ja nicht killen, aber ich will zumindest im roten Bereich gehen. So. Und dann sollte ein Pokéball reichen für den Kamau. Oder? 1, 2, 3. Meins. Dankeschön. Toll, Kamau wurde gefangen. Ja, Kamau wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kamau ist nicht besonders helle. Sieht man. Es nimmt nicht einmal wahr, wenn es getroffen wurde. Ein Hungergefühl allerdings
kann es nicht einmal eine Sekunde lang aushalten. Dein Körper brudelt glühend heißes Magma. Moment, da ist ein Magma in diesem... Vergiss das. So, Kamo. Männlich. Männlich? Hitzkopf. Da gibt's so viele. Wen nehmen wir denn da? Hitzkopf. Und, gut. Hitzkopf und nicht besonders helle. Das darf man nicht vergessen. Da, können wir nichts anderes nehmen. Es geht nur mit Ash. Andere Namen sind hier nicht zulässig. Oh, du hast sogar ein Item. Was nur das? Frag-Jabiere. Okay, warum auch immer ein Feuer-Pokémon eine Frag-Jabiere trägt. Kann ja eh nicht verbrannt werden. Aber gut. Ich hinterfrag das gar nicht. Erst Pokémon-Logik und so. Sprudel. Ja, bitteschön. Und, nee. Nee, das machen wir nicht. Weil wir sitzen jetzt echt nach vorne. So. Aber das soll es jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.